Es ist wieder Zeit für ein neues Einschonal, zu dem ich Sie herzlich hier im Regionalfernsehen aus Neubrandenburg begrüße. Liebe Zuschauer, was wir zum Start in den Juli im Programm haben, zeigt wie immer zuerst die Vorschau. Wir waren auf dem Neustrelitzer Schlossberg zu Gast. Hier ist in Kürze wieder Festspielsaison. Und wir bleiben in der Residenzstadt. Wir wollen Ihnen die Ausstellung Kimono und Co. ans Herz legen und werfen dabei auch einen Blick auf die Idee dahinter. Jetzt begrüßt Sie aber erst einmal Hannes Schröder, unser Outness-Fachmann in Sachen Fitness und Gesundheit. Er widmet sich der ins Haus stehenden Urlaubszeit. Hallo zu den Outness-Gesundheitstipps. Die Sonne lacht, die Temperaturen steigen und es sind nur noch wenige Wochen, bis die Ferienzeit beginnt. Auch ich habe bereits meinen Urlaub schon gebucht und natürlich darauf geachtet, dass ich meiner großen Leidenschaft, dem Sport, dabei folgen kann. Doch nicht jedes Hotel verfügt über ein eigenes Fitnessstudio und natürlich müssen auch die Essgewohnheiten etwas an die veränderten Umstände angepasst werden. Aus diesem Grund gibt es heute ein paar Tipps und Tricks, um nicht aus dem Leim zu gehen und gesund und munter wieder zurück aus dem Urlaub zu kommen. Hier der erste Tipp: Training mit dem eigenen Körpergewicht. Statt dem fehlenden Fitnessstudio nachzutrauern, kann man zur Abwechslung an der frischen Luft mit dem eigenen Körpergewicht trainieren. Alles, was man braucht, ist ein Stückchen Strand, eine grüne Wiese oder eine Parkbank. Es sollte kein Problem sein, eine geeignete Trainingsfläche im Freien zu finden, um Kniebeuge, Liegestütze und andere Körpergewichtsübungen zu machen. Tipp Nummer 2: Kleingeräte einpacken. Für Kleingeräte wie beispielsweise ein Theraband oder ein Springseil ist garantiert in jedem Koffer Platz. Solche Trainingsgeräte erhält man teilweise von seiner Krankenkasse als Werbegeschenk kostenlos oder kann sie für kleines Geld erwerben. Und damit sind die Trainingsmöglichkeiten riesig, egal ob Brust, Bauch oder Beine, alles kann trainiert werden. Und der abschließende Tipp: vorausschauend planen, was das Lunchpaket angeht. Egal ob beim Strandausflug, bei längeren Busreisen. Die Vorbereitung eines gesunden Lunchpaketes hilft, um keine überschüssigen Funde mit nach Hause zu nehmen. Dazu gehören beispielsweise Hülsenfrüchte, etwas Obst oder ein Eiweißshake oder Riegel. So bleibt der Heißhunger auf Fastfood, insbesondere an Rastplätzen oder der Imbissbude, aus und der Bauch bleibt schön flach. Fazit der heutigen Ausgabe: Mit etwas Kreativität muss die Fitness und Gesundheit im Urlaub nicht leiden. Aber es ist auch nicht Ziel, dass man 100% seiner Trainingsroutine folgt, denn schließlich bedeutet Urlaub auch etwas Erholung und Regeneration. Vielleicht probiert man auch mal eine völlig andere Sportart aus und setzt so völlig neue Trainingsreize. In diesem Sinne wünsche ich einen erholsamen Urlaub, sportfrei! Für die Macher der Festspiele im Schlossgarten Neustrelitz ist erst einmal noch nicht an Urlaub zu denken, denn in Kürze feiert die Operette Wie einst im Mai auf dem Schlossberg Premiere. Thema gleich hier im Neu-Einschonal. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose.
Liebe Zuschauer, die Festspiele im Schlossgarten Neustrelitz sind das Open-Air-Kultur-Highlight in der Residenzstadt. Jeden Sommer großes Musiktheater in großer Naturkulisse und unter freiem Himmelszelt. Gut, wenn der Regen sich mal im Vorfeld zeigt und dann hoffentlich die eigentlichen Aufführungen verschont. Am Schlossgarten Neustrelitz ist es nicht mehr zu übersehen. Die hier beheimateten Festspiele werfen ihre Schatten voraus. Das jährliche Veranstaltungshighlight wird im Juli seine schon 18. Auflage erleben und kurz zuvor bot in gewohnter Manier eine Matinee neugierigen Musiktheaterfans erste Eindrücke. Und wie lief bisher die Probenarbeit zu Wie einst im Mai? Ich finde super. Wir sind mit dem Wetter eigentlich auch ganz gut unterwegs, haben kaum was ausfallen lassen müssen an Proben, also ist der Probenstand sehr gut. Choreografien und so weiter steht alles, Szenen auch. Beim Bühnenbild sieht man vielleicht gleich noch, da könnten wir schon ein bisschen weiter sein, aber es ist einfach ein sehr großes, aufwendiges Stück mit einer opulenten Dekoration und ich denke, da werden die Werkstätten wahrscheinlich bis zur letzten Minute dran hämmern und schrauben, bis es dann fertig ist und es ist einfach wirklich viel zu sehen am Schluss und das muss natürlich auch alles angefertigt werden, aber insofern alles gut. Weniger gut und leider nicht wie einst im Mai gestaltete sich das Wetter an diesem Sonntagmittag. Es plätscherte nicht nur gewolltermaßen im Schlossgarten, sondern auch nieselnd durch die Matinee. Schönwetter, Pause. Tenor Bernd Könnes nahm's leicht und schien mit dem Neustrelitzer Regen zu spielen, obwohl es sich in seinem Stück natürlich um eine andere Stadt dreht. Wie einst im Mai ist die Berliner Operette von Walter und Willi Kollo. Gut 150 Besucher ließen sich dem Regen zum Trotz einstimmen auf die Festspiele im Schlossgarten Neustrelitz 2018. Belohnt wurden sie neben musikalischen Kostproben mit Wissenswertem zu Komponisten, Handlung und Inszenierung der diesjährigen Festspieloperette. Die Kurzfassung der Geschichte: Fritz Jüterbock und Ottilie von Henkeshofen lieben sich. Und beide wissen natürlich mehr als ein Lied davon zu singen. Eine Liebesgeschichte, der Standesdünkel im Wege steht und die sich erst in einer anderen Generation erfüllen kann. Paradestoff für eine Operette. Eine ideale Festspieloperette. Also das ist ein bisschen zu Unrecht selten gespieltes Werk, hat aber tolle Musik, die also, finde ich, den klassischen Operettenmelodien von Kallmann oder Strauss oder Leha überhaupt in nichts nachsteht. Klassische Berliner Schnauze dazu, witzige Dialoge und da kann man ein bisschen heute mal einen Eindruck bekommen. Natürlich noch ohne Orchester, dann hört sich's erst ja richtig an. Die Bühnenorchesterproben beginnen diese Woche. Und spätestens ab dem 6. Juli scheint hoffentlich auch wieder die Sonne über dem Neustrelitzer Schlossberg. Dann feiern die Festspiele eine Operette, so spritzig wie eine Maibowle, versprechen uns die Musiktheatermacher, die hier wieder alles auffahren werden, was eine Festspieloperette zu einer Festspieloperette macht. Beliebte Solisten, Chöre, Tanzkompanie, Philharmonie und opulente Ausstattung. Wie einst im Mai. Eine ausführlichere Vorschau auf die komplette Inszenierung sehen Sie dann in unserer nächsten Sendung. Ja, da die Geschichte dieser Operette mehrere Jahrzehnte umfasst, wird es übrigens ein opulentes Kostümspektakel werden. Apropos, das passt ein bisschen zu unserem nächsten Thema, Kostüme als Kunstobjekte, Kimono und Co., mehr nach einer ganz kurzen Pause. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital.
Der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Renninger, Fahrzeugkomplettreinigung und Reifentreff in der Nonnenhofer Straße in Neubrandenburg. Hier dreht sich alles um des Deutschen liebstes Kind, das Auto. Immer dienstags ist Seniorentag. Senioren zahlen für alle Waschprogramme 15% weniger. Jeden Mittwoch heißt es Frauentag. Die Wäschen 3 und 4 kosten für Frauen nur 7,50 Euro statt 9,50 Euro. Renninger, alles für Ihr Auto. Die Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft im Fernsehen. Beiträge rund um das Wohnen in der Vier-Tore-Stadt. Monatlich neu, fünfmal täglich auf Sendung. Das Neuwoges-Magazin. Nur hier auf Neu 1. Willkommen zurück. Es ist schon eine Weile her, da haben wir Sie hier in der Sendung mitgenommen in ein imposantes Speichergebäude mit einer nicht weniger imposanten Auswahl an Büchern. Die Rede ist von den Antiquariaten im Speicher am Neustrelitzer Stadthafen 17. Aktuell ist eine weitere Etage des Gebäudes einen Besuch wert. Eine Ausstellung lädt ein. Hier bekommt auch der Kaiser sein Jeansgewand. Ein japanischer Kimono aus getragenen Stoffresten. Künstlerin Anita Schubert schafft zweite Existenzen für ausrangierte Dinge, will Zeichen setzen gegen die Unachtsamkeit der Wegwerfgesellschaft. Ja, weil ich immer Materialien aufhebe und verarbeite, die eigentlich wertlos sind, die nichts kosten, die oft weggeworfen werden müssten eigentlich. Und ich finde überall noch Schönheit und etwas, was man daran achten kann und beachten kann und aufheben kann und noch Schönheit daran findet. Kimono und Co. heißt die Ausstellung im Hafenspeicher von Neustrelitz. Sparsamer Materialeinsatz und Achtung vor dem Werkstoff sind Leitgedanke und roter Faden. Der Kimono dient da als perfektes Beispiel. Gleiches gilt für den Kesa, ein buddhistisches Mönchsgewand. Das haben die Mönche sich aus alten abgelegten Kleidungsstücken zusammengesetzt, in ihrer Bescheidenheit und Sparsamkeit, und haben das in ihrer Religion eingebunden. Und alles hat bestimmte Bedeutungen, die Felder, die Reisfelder und die Stege dazwischen, das sind alles aufgeteilte, festgelegte Größen, und so hat sich das entwickelt zu einem Gewand, was sie um die Schultern legen. Dieser Kesa ist Teil eines größeren Kunstprojekts. Erst auf den zweiten Blick wird deutlich, welches Material hier und bei anderen Stücken Verwendung fand. Es sind Gewänder aus benutzten Teebeuteln, die eine ganze Kleiderkammer füllen könnten. Anita Schubert hat für ihre Ausstellung Werke aus 20 künstlerischen Schaffensjahren zusammengetragen. Seit Pfingsten können sich Besucher von der Künstlerin höchstpersönlich durch das Dachgeschoss des Speichers führen lassen. So trifft man hier unter anderem auch auf ein Hemd aus geschredderten D-Mark-Scheinen, folgerichtig Geldwäsche genannt. Ein Detailreichtum, der unter Neustrelitzern und Gästen bereits regelrechte Bewunderer fand. Einmal kommt man, wenn man es möglich machen kann, muss man unbedingt noch ein zweites Mal kommen, um einfach die Details überhaupt mal zu erfassen eigentlich. Also das fand ich gerade bei dieser Ausstellung besonders, was ganz Besonderes. Also ich finde, man bekommt hier sehr viele Anregungen, dann wie man das alles zusammenstellen kann, da überlegt man, welche Arbeit darin mit verbunden ist. Und dass sie diese Geduld auch dafür hat, da braucht man sehr viel Geduld für, finde ich. Ne? Also ich bin überwältigt über das Ganze hier. Ne? Für die Künstlerin ist diese Ausstellung auch ein persönliches Highlight. Selten bietet sich so viel Raum, so viele verschiedene Werke zeigen zu können.
Doch die Ausstellung nähert sich ihrem Ende. Eine Fortsetzung an anderer Stelle wird es nicht geben. Nein, eine Fortsetzung ist dann nicht in Sicht. In dieser Form kann ich das sowieso nicht nochmal machen. Das ist einmal in meinem Leben und dann ist es vorbei. In Teilen, ja, vielleicht, das weiß ich nicht. Aber so wie es jetzt hier gelaufen ist, da bin ich sehr, sehr froh darüber, dass ich mal diese Möglichkeit habe. Wer noch einmal reinschauen möchte, sollte schnell sein. Noch bis zum 15. Juli ist die Ausstellung mittwochs bis sonntags zwischen 14 und 18 Uhr geöffnet. Kimono und Co. am Stadthafen 17 in Neustrelitz. Ob die Sonne scheint, es regnet oder schneit, hier herrscht angenehmes Einkaufsklima zu jeder Zeit. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Bethaniencenter Neubrandenburg. Alles unter einem Dach. Wie das Wetter auch wird, hier finden Sie immer, was Sie brauchen, ohne groß herumzulaufen. Bethaniencenter Neubrandenburg. Alles unter einem Dach. Damit wissen Sie nun auch, welches Wetter und welche Veranstaltungen Sie zum Start in den Juli erwarten. Und damit endet auch unsere Sendung wieder. Gleich im Anschluss hat Maria Peters noch Neuigkeiten aus der IHK-Region östliches Mecklenburg-Vorpommern für Sie in der aktuellen Ausgabe Faktor Wirtschaft TV. Wer da noch dran bleibt, den begrüße ich zum Wirtschaftsfenster MV. Das nächste Neuern-Journal erwartet Sie wie gewohnt ab nächsten Freitag hier an dieser Stelle. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss. Über 400 Tiere in 100 Arten aus aller Welt sind hier im Tierpark Ueckermünde zu Hause. Die genaue Zahl ist dabei natürlich auch von der ein oder anderen Familienplanung abhängig. Das ganze Jahr lädt der Tierpark Ueckermünde, groß und klein, jung und alt, auf unvergessliche Erlebnis- und Entdeckungstouren ein. Sie werden schon erwartet. Und während auch schon mal ein Bewohner scheinbar etwas launisch reagiert, sorgen andere noch für ein ordentliches Erscheinungsbild. Die Löwen ganz majestätisch desinteressiert, der Pfau auf maximale Wirkung aus. Egal, wann Sie den Tieren begegnen, es sind immer unvergleichliche Beobachtungen ganz aus der Nähe möglich. Dazu kann man auf Führungen und bei regelmäßigen täglichen Schaufütterungen auch noch viel über Tier und Umwelt lernen. Und auch der Spaß kommt im Tierpark Ueckermünde nicht zu kurz. Über das ganze Jahr verteilt stehen spezielle Veranstaltungshighlights auf dem Kalender.
Für Pausen und Stärkung, die das großzügige Areal dem Besucher durchaus abverlangen kann, stehen gastronomische Angebote der Tierparkgaststätte oder der Affenschenke bereit. Diese ist mitten auf dem Gelände, gerade bei den kleinen Gästen, sehr beliebt. Na, macht das nicht Lust auf mehr? Der Tierpark Ueckermünde wartet auf Sie. Das ganze Jahr.